Sag mal, hast du irgendwo meine braune Jacke gesehen? Ja, gestern. Aha. Und wo? Als sie mit dem Obdachlosen weggegangen ist. Sag mal, man kommt jetzt die Stelle, wo du sagst, dass das ein Scherz ist. Ich fürchte gar nicht. Was? Ich bin meine Jacke los? Ist das etwa schlimm? Dieses alte, verrottete Ding? Was? Meine gute, alte, braune Jacke? Mein Wegbegleiter von den letzten 20 Jahren? Mein Glücksbringer? Meine super-duper Jacke? Diese Jacke war furchtbar. Steinalt, zerschlissen, geflickt. Und sie stank nach Puma. Ja, aber sie war echt. Mensch, für so einen Elendslook, da bezahlst du heute eine Mörderkohle. Aber immer wenn du die angezogen hast, habe ich mich für dich geschämt. Was? Nur weil mir letztens einer Geld zugesteckt hat? Zum Beispiel. Ach Mensch, für den Garten wäre die noch gut gewesen. Auch Pflanzen sind sensibel. Da wären die schon drüber weggekommen. Aber wenn dich jemand aus der Nachbarschaft in der Jacke für einen Einbrecher gehalten hätte. Ja klar, weil man ja Einbrecher an der Jacke erkennt, müssen wir sofort die Polizei anrufen und ihnen sagen, oh, Vorsicht, Nepper, Schlepper, Jackenträger. Wie auch immer, in der Jacke sahst du aus wie ein Penner. Na, und jetzt hat ein Obdachloser eine Pennerjacke, hat er auch nicht gerade gewonnen. Das war ja noch nicht alles. Was? Ja, das habe ich mir gedacht. Du machst keine halben Sachen. Was ist noch weg? Etwa der graue Mantel? Ja, und die alte Motorradlederhose, die Flickenjeans. Was, alle drei? Ja, und diese dämlichen Sweatshirts. Ach Mensch, da bleibt ja nichts mehr übrig. Doch sicher, du hast doch noch die Pullover, die ich dir gestrickt habe. Ah, du meinst die mit diesen großen Blumen drauf? Ja, da siehst du so süß drin aus. Über die hast du dich immer so gefreut. Zieh die doch mal an. Tja, wie soll ich sagen? Auch ich kann Obdachlose glücklich machen. Oh.